Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei gegrüßt in einem neuen Video. Es sind ja hier bei mir gerade Videos mit Widerständen, weil laufend hier irgendwo jemand Krach macht, mit einem Bohrhammer hier vorne im Treppenhaus arbeitet, dann funktionierte mein Equipment nicht, dann war meine Kamerafrau nicht da, aber jetzt können wir filmen und umso besser. Wir machen heute ein Pancake, Low Carb, glutenfrei, ohne Zucker. Ohne Mehl. Ohne alles. Also eigentlich machen wir gar nichts. Doch, wir machen was. Geht jetzt los, jetzt kommt der Jingle und dann fangen wir gleich an. Als erstes gebrauchen wir 40 Gramm Kokosmehl. Die tue ich jetzt hier schon mal in meine Waage. In meine kleine Schüssel. Wir gebrauchen 40 Gramm Erythril. Dann brauchen wir 10 Gramm Chiasamen. Wunderbar. Ein Esslöffel sind 10 Gramm Chiasamen. Ich habe das vorhin in meinem anderen Video natürlich auch schön falsch rum gesagt. Das werden mit Sicherheit mir alle Leute wieder erzählen. Du hast es falsch rum gesagt. Aber passiert halt mal. Und wir brauchen 10 Gramm Flohsamenpulver. Das wiegen wir hier auch mal eben ab. Normalerweise bin ich ja gar nicht so der Typ mit der Abwiegerei ewig. Aber das sind halt auch so Sachen, bei denen weiß ich nicht, wie schwer die wirklich sind. Weil so Zucker und Mehl und so, da kann man so aus dem Handgelenk. Dann muss da noch rein ein bisschen Backpulver. 2 Teelöffel, das ist aber hier gefühlt nur ein halber. Also machen wir eine neue Packung auf. So. In jede Speise gehört ja auch ein bisschen Salz, also auch ein bisschen Salz in meine Süßspeise hier. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Vanilleextrakt. Also wir jedenfalls, wir möchten das gerne haben. Ich habe mir heute mal Vanille aus der Tube gekauft. Das ist mal was Neues. Das wollte ich gerne mal ausprobieren. Das ist zuckerfrei und. Gucken wir mal. Da soll ein Teelöffel voll genauso viel sein wie eine Vanilleschote. Das ist ein Teelöffel voll. Sieht gut aus. Sehr gut. Da ist kein Zucker dran, so gut wie keine Kohlenhydrate. Ne, echt wenig. 0,3 Gramm Fett. Gar nichts. Ja. Ja, auf jeden Fall. Für den Geschmack tun wir das gerne. So, und dann müssen da jetzt gleich unsere Flüssigkeiten rein. Das vermengen wir jetzt einmal ganz kurz. Ich habe in meinem Rezept jetzt das Proteinpulver nicht dazu geschrieben. Ich tue jetzt trotzdem hier nochmal 30 Gramm Proteinpulver dazu. Ich habe für das Rezept natürlich wieder unten einen Link eingetragen, so dass ihr euch das runterladen könnt. Das ist auch schon komplett fertig geschrieben. Da steht auch genauestens alle Mengen drin. Da steht genauestens drin, wie ihr das machen müsst. Jetzt tun wir da noch Ei drauf. Und zwar 3 große Eier. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Und ich muss jetzt erstmal Hände waschen, weil ich hasse Eiweiß an den Fingern. Ich tue da jetzt 80 Gramm Frischkäse oben drauf. Ich tue da jetzt noch 200 Milliliter Wasser zu, weil ich habe jetzt gerade keine Hafermilch bzw. Mandelmilch zur Hand. Ich verrühre das jetzt schön, dass das ein schön cremiger Teig wird für unseren Pancake. Ich finde, das ist noch alles ein bisschen zu dickflüssig. Da muss noch ein bisschen Wasser zu. Ich habe was vergessen. Und zwar hatte ich damals eine Kooperation mit Gewürzmaster. Und da habe ich ein sehr schönes gemahlenes Zimt bekommen von denen. Das kommt aus Indonesien. Das schmeckt ultra geil. Deshalb, das möchte ich da gerne reinhaben.
Das gibt dem Ganzen so einen richtig coolen Geschmack. Richtig kräftiger Geschmack. Ne? Ja. Und ich finde, Zimt ist so ein Geschmack, den mag ich wirklich gerne. Wer nicht so gerne Zimt mag, lässt es bitte weg. Ein bisschen Kokosfett oder ein bisschen Butter in einer Pfanne erhitzen. Und dann tun wir da mal einen guten Löffel voll von unserem Teig hinein. Und jetzt muss der halt schön von unten anbacken. Jetzt kann man so langsam sehen, wie hier so Bläschen hochkommen. Das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt muss das von oben noch so ein bisschen anziehen, dass man den guten umdrehen kann. Dann ist der von unten schön braun und dann haben wir den richtigen Zeitpunkt erreicht, um ihn zu wenden. Einen ganz kleinen Moment müssen wir noch warten. So wie eine Blase, ne? Ja, genau. Hier oben sind überall so Bläschen, die entstehen halt, wie wenn man auch Kuchen backt oder so, wenn der geht. Und so ist das jetzt hier auch. Einen ganz kleinen Moment müssen wir noch warten und dann können wir ihn gleich umdrehen. Guck mal, das ist eins unserer Brötchen, die wir im nächsten Video backen. Sieht richtig lecker aus, schmeckt auch so, habe ich schon ausprobiert. Aber das ist Zukunftsmusik. Das sind Brötchen, die sind low carb, glutenfrei. Richtig lecker. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich euch gar nicht gezeigt, wie ich den umgedreht habe. Sorry. Aber hier war es schon wieder turbulent. Telefonate, Freunde, alles wieder durcheinander. Auf jeden Fall, voila, ich schmeiße hier schon wieder alles um und mache wieder alles kaputt, was wir hier gerade so schön mit den Händen aufgebaut haben. So, sieht sich schön aus. So kann doch mal ein Tag, ein Frühstück beginnen, indem man einen wunderschönen aufgerollten Pancake bekommt. Der Low Carb ist glutenfrei und ohne Zucker. Und ganz viel Zucker im Obst. Wahnsinn. Finde ich auch. Sieht richtig geil aus. Schmeckt auch so. Das war's mal wieder. Wir sind fertig. Wir dürfen die Küche aufräumen. Wir dürfen gleich den Pancake essen. Freue ich mich schon drauf. Ja, Sicherheit richtig geil. Nächstes Mal machen wir die Brötchen, hatte ich ja eben schon gesagt. Freue ich mich auch schon drauf. Beziehungsweise haben wir ja schon. Die schmecken richtig lecker. Was gibt es noch zu sagen? Achso, ein Daumen wäre geil, wenn ihr mir den geben würdet. Rauf, runter, wie auch immer. Egal. Anmerkungen unten, Wünsche, Fragen, alles reinschreiben. Wir freuen uns drüber. Abonnieren ist auch immer richtig gut für uns, weil das bringt uns weiter. Weitere Videos gucken von uns, weil da gibt es noch ganz viel. Es sind über 150 weitere Kochvideos von uns da. Kann man sich alle angucken. Sind alle auch sehr interessant. Demnächst kommt bei uns auch so ein bisschen was von so einem schwarzen Ungetüm, was wir im Garten benutzt haben. Auflösung folgt demnächst. Und ja, damit bin ich eigentlich durch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de schaltet wieder ein, wenn der Frank kocht. Bis dann. Ciao, ciao.